Metal Slug 2. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Metal Slug, diesmal mit der zweiten Ausgabe von SNK von 1998. Das erste, was wir machen ist, wir werfen ein paar Euro rein in die geile Slotmaschine. Und dieses Mal haben wir eine kleine Überraschung, denn wir sind nicht alleine, sondern... Tada! So ist es, Endin ist mit dabei. Die habe ich eingeladen, da ich den Internetanbieter wechsle und viele Tage lang kein Internet habe. Und was macht man da? Man trifft sich mit Freunden. Und deswegen sind wir zu zweit. Und jetzt, Metal Slug 2 ist was anderes als Metal Slug 1 und auch das X, das Super Vehicle, das wir gespielt haben, als Ersatz für das 1er. Selbe Welt, nur mehr Maschinen. Nämlich, wir können aussuchen zwischen vier verschiedenen Charakteren, wie ihr seht. Hier, ich bin Player 1, Marco, ein Mann, Eri, eine blonde Frau, Torma, ein dunkelhaariger Mann mit seiner Brille, das bin ich, und Fio. Fio, und das spiele ich. So ist es. Oder die spiele ich, besser gesagt. Wenn du ready bist, in 3 Sekunden geht's von alleine los. 2, 1, go! Ausgezeichnet. Endin spielt das Spiel zum ersten Mal und das ist auch gut so, so macht es am meisten Spaß. Jupp, ich hab keinen Plan. Für alle, die jetzt erst einschalten und die ersten 3 gar nicht gesehen haben. Es ist eigentlich ganz einfach, ein altes Automatenspiel. Man hat einen Joystick, 3 Tasten, einmal schießen, einmal springen und einmal eine Handgranate, eine Stielhandgranate werfen. Das habt ihr hier gesehen. Und wir natürlich sammeln wir verschiedene Gadgets auf, wie dieses Maschinengewehr, eins für mich, eins für Ende. Diese blonden Typen können uns nichts. Nein, die sind dazu da, dass wir sie befreien. Der gibt ja geile Sachen. So wie sie da, das ist ein Anwalt. Der Pisser soll uns jetzt was geben. Komm, rück das raus. Jetzt. Gibt uns aber nichts. Nein, wir sind schon zu weit gegangen. Es gibt nämlich hier überall Gadgets und versteckte... Hier, siehst du Bananen. Oh ja, ein Raketenmann. Du kannst. Au. Ach, und jetzt bin ich auch reingelaufen. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. So. Früher habe ich das Spiel gesucht. Wieso schießt du immer nach oben? Denn ich schieße nach oben, weil manchmal die Palmen Bananen bringen. Bananen bringen Punkte. Ganz rechts oben seht ihr die Punkte, darunter die Leben. Oh, und da würde ich zu Tode. Darunter die Leben und je mehr Punkte natürlich, desto besser. Wir spielen ja auch Punkte auch. Man muss sich messen mit dem Spieler, der mitspielt quasi. Yay! Bist du, schnapp dir das Maschinengewehr. Was bringen uns diese? Oh, da ist ein Baby. Ja, das kannst du beschützen. Muss ich darauf schießen? Nein, ich glaube, das verliert jetzt gleich was. Das hat einen kurzen Baum gemacht. Gibt es uns was? Nein, es gibt uns nichts. Gib uns was. Was soll denn das? Okay. Ja, es turnt hier rum. Was bringen uns die Credits? Kannst hier hochspringen. Die Credits? Die Credits, das sind einfach, wie viel Geld wir reingeworfen haben quasi. Wenn wir 3 Leben aufgebraucht haben, dann kommt das Game Over, das Game Over und dann steht Insert Coin. Und die da bringen uns 1000, wenn wir sie durchbringen, ohne zu sterben. Okay. Meistens stirbt man. Du schnappst ja jetzt das. Und jetzt müssen wir diese Raketendinger in Bagdad erledigen. Das ist klar, das ist Operation Desert Storm und wir müssen so schnell wie möglich in den Irak verloren. Nein, Spaß beiseite. Es ist wahrscheinlich nicht dazu gedacht gewesen, das zu... Aber Muni haben wir unendlich. Für die Pistole haben wir dann endlich Muni. Ouch, tot. Ach, die hast du noch gar nicht erledigt. Ach, ja, ich bin so sorry. Schlecht dieses Mal. Bist du das jetzt meins? Hey, ich hab jetzt ganz ein komisches... Ich schieße jetzt irgendwie mit wem was anderes. Ich habe deines auch gesammelt. Wenn du das H aufnimmst, dann bekommst du ein Maschinengewehr, so wie ich es jetzt in der Hand habe zum Beispiel. Ich bin irgendwie weg. Genau, dann musst du mit Y, genau. Und jetzt kannst du oben nochmal auswählen, wer du sein willst, aber genau, man sieht das jetzt, 4, so, okay. 3 Sekunden und dann bestätigen wir Schießen. Genau, du hast unendlich Munition mit der Pistole und diese Maschinengewehre zeigen dir an, zum Beispiel bei mir jetzt oben links, ich bin Player 1, der ist links, hier ja. Oben, der zeigt dir Arms, 327 Schuss. Bomb 10 und daneben die Zeit und danach kommen deine. Arms unendlich und so weiter und so fort. Da ist jetzt ein Kamel. Eigentlich solltest du darauf sitzen. Warte. Nach unten. Ah! Boah, was war denn das jetzt? Der wirft die Granate. Wenn du springst, spring hoch. Auf das Kamel. Genau, und jetzt kannst du schießen. Schieß, Bibim. Kann ich schießen? Doch, du musst es nach. Oh, jetzt hat. Ach, hat der einfach nicht drauf. Genau, das zieht dich genau in die Richtung, wo du hinläufst. Okay, ich nehme das Kamel. Okay, das funktioniert hier nicht. Siehst du, zum Beispiel um nach oben rechts zu schießen, drücke ich. Ja, aber schau mal, kann ich keine andere Waffe auswählen? Ich schieße jetzt so lahm.
Du musst schnell hintereinander drücken. Und hier, jetzt schnappst du dir den, also du sprichst den an und jetzt gibt er dir was. Jetzt hat er dir Bomben gegeben, jetzt hast du 20 Bomben, wirf mehr Bomben, wenn ein schweres Gerät kommt. Siehst du, ich ballere das jetzt ab und jetzt kommt dann gleich schweres Gerät. Ein anderes Kamel, auf das Kamel haust du dann Bomben. Ah, Hubschrauber, schieß nach oben. Ups. Bomben kann man also nicht nach oben schießen. Ja, du kannst hochspringen und dann die Bomben quasi höher treffen, also höher werfen. Hier war das jetzt nicht der Fall, aber es gibt durchaus die fliegende Hubschrauber, die das können. Und jetzt kommen wir... Ja, das ist der General. Jetzt müssen wir sein Luftschiff zerstören. Oh, okay. Jetzt geht's los. Pass auf, von oben schießen Panzer herunter. Oder kommen diese Soldaten, du tötest die Soldaten am besten. Sobald sie auf dem Boden sind, jetzt, die dürfen keinen Säbel werfen, so wie der. Die Säbel sind gefährlich. Da ist noch einer, genau. Töte einfach die Soldaten und spring und wirf Bomben auf das Schiff. Und jetzt pass auf, jetzt müssen wir uns... Jetzt bin ich reingeladen. Jetzt müssen wir uns... Autsch! Genau, innerhalb dieser... Ach, jetzt habe ich das Scheißding auch noch genommen. Und bin schon wieder tot. So. Du solltest das Kamel nehmen. Nimm sie aber du. Oh Mann! Das ist... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Es gibt diese Spiele, wo man einfach nur Geschossen ausweichen muss und selbst nicht schießt. Ach, jetzt bin ich... Oh mein ich Gott, ich sehe die blauen so Dinger irgendwie nicht. Und das ist ein Mischmasch quasi. Also, boah, bist du... Ah! Das ist richtig hart. Ja, geschafft. Siehst du, jetzt haben wir den ersten Boss und die erste Stage geschafft. Ja, aber ich bin nicht hier. Komm schnell rein. Jetzt habe ich das scheiß Kamel, das gibt jetzt extra Punkte, obwohl ich 1001 Mal gestorben bin. Ich glaube, ich gebe uns noch ein paar Coins. Ich glaube, die können wir gut brauchen. Ja, aller Anfang ist schwer. No prisoner. Ja, ich bin so oft gestorben und das Kamel zählt auch nichts. Bitter. Aber Mission 1 geschafft. Genau, das ist ein ziemlich cooles Spiel, denn jetzt sind wir bei den Pharaonen. Schnapp dir das, das ist ein Laser. Wenn du stirbst, ist es weg natürlich. Oh, eine Shotgun. Okay. Dann ist das bei Metal Slug 3. Oh. Bei Metal Slug 3 ist dann Laser. Sie haben sich von Mal zu Mal verbessert. Siehst du, man kann alles abschießen und wenn wir herbleiben, dann gibt uns einen Rubin, den wir jetzt gesnackt haben. Sehr gut. Siehst du, noch ein bisschen herbleiben und dann ein Toastbrot für unterwegs. Sehr lecker. Sieh dir die Liebe, das liebevolle Detail an, das sie in die Maps gesteckt haben. Hier oben sieht man schon, Achtung, ja, direkt über uns ist ein Kopf abgezeichnet. Und hier ein Schild, das sagt Achtung vor Mumien, da wo ich dahinter rumspringe. Das heißt, du weißt, was uns jetzt erwartet, oder? Nein, nein, was schießt du denn so viel? Du musst ganz nah rangehen mit der Schrotflinte, du siehst doch... Ja, genau, das ist gut. Siehst du, ich brauche viel zu lange. Ducken, ducken, ducken. Ich bin auch eine Mumie. Ja, duck dich, wenn sie dich zweimal treffen, bist du tot. Jetzt schnapp dir das Elixier her. Das hier, bevor es verschwindet. Dann wirst du wieder zum Mensch. Oh, gut. Der Vorteil, Mumie sein hat auch Vorteile. Eigentlich nicht, Zombie sein hat Vorteile, so. Ein. Komm hier nicht rauf zu dir. Spring. So. Ach, jetzt bin Zombie sein hat Vorteile, aber ich will nicht zu viel spoilern. Bei den Mumien immer ducken, wenn sie zu nahe kommen, das hast du gesehen. Ansonsten machen sie... Und dann mach ich... So sieht's aus. Einfach draufholzen. Ich hab das früher immer mit Freunden an... Oh shit, oh shit! Am Automaten gespielt. Und da hat es natürlich Geld gekostet. Deshalb war man immer ganz vorsichtig. Dann haben wir... Oh, jetzt bin ich tot. Vorsichtig, dass man da mit einer Münze das halbe Spiel durchspielt. Ja, ich bin die Mumie, die da schießt. Siehst du? Oh, da ist jetzt eine Elixier, das schmeckt mir. So. So. Ey, du kannst nur den Button smashen, jeder Schuss ist ein Treffer. Dann ab Metal Slug 3 kann man nämlich, oder gab es auch an den Automaten, wenn man den Knopf gedrückt hält für Schießen, dann. Was drin ist? Nein! Hier, Feuer nimmst du. Ich hab kein Elixier. Ach so. Das ist schlecht. Warte, warte, nicht nehmen. Kommt da noch was? Wow. Gut, jetzt bist du eh tot. Dann kannst du das Feuer jetzt nehmen, weil Shotgun und Feuer sind gut.
Nämlich beim Feuer verbrennen sie bei einem Schuss und bei der Shotgun zerfetzt sie richtig hart. Okay. Da. Siehst du? Uah, ich bin so ein Idiot. Ich dachte, wenn man nah genug dran ist, zerfetzt sie mit einem Schuss. Jetzt hat sie sich auch am erwischt. Wir sind richtig dumm. So. Wow. Jetzt aber. Man kann das auch nach unten. Das ist echt härter, als es aussieht. Ja, sonst... Nein, du bist nicht rechtzeitig reingekommen. Egal. Dann seht ihr mal, wie krass gut... Pass auf. Du musst auf alles achten hier. Pass gut auf. In deinem ersten Teil sah das so leicht aus. Ja, da sieht man wieder, wie mega geskillt ich war. Nicht runterkommen hier, die nutzt jetzt. Man muss auch sagen, ich kenne das Spiel. Aber kannte das Spiel. Oh, wie bist du da raufgekommen? Achso, Entschuldigung, ich dachte, du bist schon nah. Nein. Achso, okay. Ich habe das Spiel auch ziemlich gesuchtet. Kannst du das anschießen? Dann müsste doch eine... Okay. Was dann ist das. Hier? Ja, manche Level gibt es öfter. Normal sollten hier viele Dinge kommen, viele Münzen kommen. Oh nein, jetzt bin ich direkt reingelaufen. Wow, viele Münzen sollten kommen. Und Münzen sind immer gut. Man bekommt zwar nichts geschenkt, man bekommt mit 100 Münzen kein Achtung Sprung, kein neues Leben. Aber man will natürlich der Beste sein. Das ist wie Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Hast du hier müssen Münzen kommen? Ach, scheiße. Ich schau mir schnell den Affen. Pass auf. Und diese Fledermäuse mit ihren kleinen Feuertöpfchen sind auch schlecht fürs Geschäft. Okay, ich spring zuerst drüber. Und hab's versaut. Sterbe ich mal, ist besser. Besser nicht, also wie gesagt. Wir sollten darauf achten, nicht zu oft zu sterben, sage ich jetzt, nachdem ich nochmal gestorben bin, damit ich nicht diese lahmarschige Mumie bin. Hier, nimmst du die Schrotflinte und ducken! Ach. Du musst immer aufpassen, wenn eine Mumie kommt. Ja, das ist nicht so einfach. Außerdem gefällt mir der Mumien-Look. Ich finde, das steht mir. Ach, scheiße. Ja, genau, du springst am besten darüber. Hopp. Nein! Boah, das war knapp. Hier kommt auch der behindertste Boss, den es gibt. Na toll. Wieso schießt du? Hier kommt nichts. Hier sollten überall Münzen kommen, aber egal. Ich glaube, das ist dann erst bei Metal Slug 3. Vielleicht ich glaube, das wir hast Glück. Du geträumt. Nein, vielleicht haben wir Glück und Ending ist auch dabei. Achtung, weißt du noch? Hey, genau. Willst du das Elixier? Nö, nimm du's. Ich finde den Sound auch geil, denn für jedes Level haben sie einen eigenen Sound. Shotgun! Wow. Wow. Wow, oh, wie gemein! Oh, und jetzt hätte man springen auch noch müssen. Denn hinten ist so einer, der... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Bällchen kotzt. Eine Katze, die ein Bällchen vorwirft. Das ist bitter. Stell dich an die Kiste und schlitze. Schieß, schieß, schieß und schlitze. Ach so. Ja, wie gesagt, das ist immer ein bisschen anders. Normalerweise, oder hin und wieder kommt auch eine Fledermaus raus, eine goldene, und die ist 100.000 wert. Und jetzt kommt der Big Boss. Und das ist der behindertste Big Boss vom ganzen Spiel. Also meiner Meinung nach.